Ist das Zelt auch wasserdicht? Aber mein Herr, es regnet doch gar nicht. Deshalb frage ich ja. Im Übrigen sind unsere Zelte aus dem besten Material und garantiert wasserdicht. Ganz schön, so ein Zelt. Aber die Plane ist mir nicht gelb genug. Ich kaufe doch lieber einen Wohnwagen. Wohnwagen? Können Sie auch bei uns haben? Wir führen alles, was zur Campingausrüstung gehört. Sogar Knödel, wie ich sehe. Sehr appetitlich. Aber ungenießbar. Schade. Dann gehe ich lieber in die Lebensmittelabteilung. Bitte? Herr Chef, komm. Na und? Morgen, Herr Lindinger. Guten Morgen, Herr Direktor. Was ist? Haben Sie sich geärgert? Woher wissen Sie? Sieht man ihn noch an, Lindinger. Können sich nicht verstellen. Naja, manche Leute sind auch zu schwierig. Da kommt so ein Knilch, lässt sich alles erklären, kriecht ins Zelt, legt sich auf die Luftmatratze, schmeißt einen Spirituskocher um. Und am Schluss sagt er dann, die Plane sei ihm nicht gelb genug und schwirrt ab. Lindinger, bei uns ist der Kunde König. Warum nehmen Sie ihm das so übel? Würden Sie gern in so einem Zelt schlafen? Ich? Nee, danke. Mein Bedarf an Freiluftübernachtung ist gedeckt im Zweiten Weltkrieg. So? Wo waren Sie denn? Auch im Osten? Überall, in der Wüste, am Wolchow. Ach, St. Wolchow waren Sie auch? Als was denn? Zuletzt als Hauptmann, Herr Schild. Hätten Sie ja leicht mein Vorgesetzter sein können. Ich war nur Gefreiter. Aber jetzt sind Sie mein Vorgesetzter. Na und, nicht zufrieden? Doch, aber... Aber Sie können sich doch nicht beklagen, Lindinger. Der Umsatz Ihrer Abteilung ist seit dem vorigen Jahr um 21% gestiegen. 21,3, Herr Schild, aber es könnte noch besser sein. Meinen Sie? Ich würde gern mit Ihnen einmal darüber sprechen. Über die Reorganisation der Sportabteilung und überhaupt... Ja, jetzt geht es leider nicht. Vielleicht ein andermal. Naja, Sie haben wenig Zeit. Ich weiß, es ist ein Fehler. Man sollte immer Zeit haben, gerade als Chef. Aber nicht mal am Abend. Knödel. Wissen Sie was? Ja? Ich komme zu Ihnen. Zu mir? Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Fliegen? Wir können das Geschäftliche besprechen und außerdem möchte ich mal wieder in einer Familie essen. Sie meinen, bei uns zu Hause? Passt es Ihnen nicht? Doch, doch, natürlich nur. Oder kann Ihre Frau nicht kochen? Im Gegenteil, sehr gut sogar. Thüringer Klöße? Natürlich. Mit Sauerbraten? Sicher. Aber warum denn gerade Sauerbraten? Weil ich das im Restaurant nicht bekomme. Ich habe dieses ewige Wirtshausessen satt. Und dann kann man das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Herr Schild, Sie sind natürlich herzlich eingeladen. Wann? Sagen wir Donnerstagabend um 8. Das wäre ja schon morgen Abend. Den Sauerbraten lasse ich Ihnen natürlich von der Lebensmittelabteilung raufschicken. Ist doch nicht nötig. Aber warum denn nicht? Geht auf Unkosten. Besprechung mit der Abteilungsleiter. Einverstanden? Und eine Bedingung. Keine Umstände. Alles bleibt so, wie wenn Sie unter sich sind. Sonst macht mir das Ganze keinen Spaß. Du tust ja so geheimnisvoll. Was ist denn in der Mappe? Ist das wahr? Hast du was mitgebracht? Was denn? Warte doch mal. Blumen. Blumen in der Mappe. Die würden ja eingehen. Ach, ich will nicht. Selber Orchideen. Oh, oh, oh. Asta, du hast es erraten. Ja. Was ist denn das? Sauerbraten. 3 Kilo. So ein Trumm. Und so kurz vorm ersten? Ja, denk mal an. Den gibt's am Sonntag. Nein, den gibt's morgen. Morgen? Ausgeschlossen. Morgen ist Waschtag. Den wirst du verschieben müssen. Wir bekommen Besuch. Wen denn? Onkel Hugo? Oder deine Mathilde? Darauf kommt keiner. Sag mal, willst du mir nicht endlich verraten, was los ist? Setz dich, sonst fällst du um. Ach Gott, lass doch den Unsinn. Der Chef kommt. Der Chef? Welcher Chef? Es gibt nur einen Chef. Herrn Schild. Herrn... Oh. Also, Franz, wie kannst du mir das antun? Ihn einzuladen, ohne mich zu fragen. Ich habe ihn doch gar nicht eingeladen. Er hat sich selber eingeladen. Und zwar zu Sauerbraten mit Thüringer Klößen. Thüringer Klöße? Au, fein! Da esse ich gleich ein halbes Dutzend. Und ich habe aber doch kein Kleid. Sabinchen, du bist ja gar nicht dabei. Doch, alle sind dabei. Das hat er ausdrücklich verlangt. Ich auch? Ja, natürlich, du auch. Aber hör mal, nicht mit diesen Fingernägeln. Marsch! Also, wie soll ich das nur schaffen bis morgen? Jemand muss zu Frau Grisow, weil die muss noch mal sauber machen. Ja, aber warum denn das? Bei uns ist es doch sauber.
Fast zu sauer, direkt antiseptisch wie in einer Klinik. Ach, Franz, du hast gut reden. Wenn es nachher nicht klappt, auf wen fällt es dann zurück? Auf dich doch nicht. Auf mich, nur auf mich. Aber Eva, ich begreife dich nicht. Du warst doch früher nicht so. Du wirst dich doch vor ein Schild nicht fürchten. Das ist auch nur ein Mensch. Ich fürchte mich nicht. Nur, es hängt so viel davon ab. Franz, vielleicht wirst du befördert. Also davon ist nicht die Rede. Wir haben einen Gast, der soll sich bei uns wohlfühlen wie jeder andere. Aber du, ich habe eine Bitte. Vielleicht könntest du uns nach Tisch ein wenig allein lassen, damit ich in Ruhe mit ihm sprechen kann. Du, wenn ich so mache, verstehst du, dann drückst du dich französisch, verstanden? Schon gut, Franz. Du, ich glaube, ich war vorhin ein bisschen nervös. Ne? Oh. Hello, Fox, how are you? Was höre ich da? Der Chef kommt morgen zu Besuch? So sorry, kann leider nicht teilnehmen an der Festivität. Bin schon verabredet. Na, wieso? Mit wem? Mit Karl-Heinz. An eine ganz neue Serie Schallplatten, direkt aus Amerika. Einfach toll. Martin, du wirst nicht zu Karl-Heinz gehen. Du wirst zu Hause bleiben und versuchen, einen guten Eindruck zu machen. Aber er hat sie doch nur entliehen. Übermorgen muss er sie zurückgeben. Tut mir leid, mein Junge. Diesmal musst du auf deinen Jazz verzichten. Schön langweilig wird das werden. Na, für mich ist es auch kein Vergnügen, aber das Geschäft... Ach ja, damit ihr es auch wisst, wenn ich so mache, ja, dann verduftet ihr aus dem Wohnzimmer, verstanden? Klar, Vati. Wie das duftet. Wenn es nur schon vorüber wäre. Geh weg, Asta, du bist lästig. Und du bist eitel, diese Herumzupferei nicht anzusehen. Aber es sitzt nicht, guck doch. Willst du ein Schild damit hören? Wieso ist er Junggeselle? Und wenn, viel zu alt für dich. Much too old for you. Du meinst, ich bin zu jung für ihn? Aber Kinder, kann man sich denn nicht mehr auf seine Gedanken konzentrieren? Kann mir jemand die Krawatte finden? Ich werde nicht fertig damit. Ja, um Gottes Willen, wie siehst du denn aus? Das ist mein Sonntagsanzug. Den habe ich vorige Weihnachten bekommen. Na, das ist ja entsetzlich, sag mal. Kann ich vielleicht dafür, dass ich wachse? Aber so schnell? Soll ich was anderes anziehen? Nein, um Gottes Willen, bleib so, wie du bist. Hier ist überhaupt viel zu viel Betrieb. Das sollte alles ganz normal sein und da rennt ihr alle herum, als ob der Schaf vom Persien käme. Von mir aus kann er jetzt kommen. Jetzt ist alles fertig. Wenn er nun überhaupt nicht kommt. Ach, Unsinn, natürlich kommt der. Wieso ist es schon 7:55? Vielleicht hat er es vergessen. Herr Schild vergisst so leicht nichts. Was machen wir denn nun mit Asta? Vielleicht sperren wir sie ein. Wohin denn? Vielleicht aufs Klo? Wenn aber das Schild aufs Klo muss. Der geht nicht aufs Klo, der beherrscht sich. Gustl, los, sperr Asta ins Badezimmer. Los, komm, Asta. Guten Abend. Guten Abend. Sie sind sicher, Herr Schild? Ja, du bist sicher Lindner Junior. Wusste gar nicht, dass du schon so groß bist. Ich bin der Kleinste. Das sollen Sie erst mal die anderen sehen. Pfui, Asta. Du solltest sie doch einsperren. Lassen Sie sie doch. Sie wittert meine Dackel. Nett, dass Sie kommen. Wir freuen uns sehr. Bitte. Danke. Gustl, sag der Mutti Bescheid. Mutti! Bitte sehr. Dankeschön. Das ist Martin, unser Ältester. Guten Tag. Und das ist Sabine. Guten Tag. Guten Tag. Wusste gar nicht, dass Sie schon so große Kinder haben. Tatsächlich, Sie haben recht, das merke ich auch erst in diesem Augenblick. Sabine, nimm doch die Blumen ab. Oh, meine Lieblingsblumen. Aber die sind doch nicht für dich, die sind doch für Mutti. Ein Sherry vor Tisch. Nein, danke. Guten Tag, Herr Schild. Aber Mutti, die Schürze. Oje. Oh, ich wüsste nicht, was einer Hausfrau besser stünde. Hauptsache, Sie fühlen sich wohl bei uns. Sie sind doch nicht böse, dass ich mich so selbstherrlich eingeladen habe. Aber nein, im Gegenteil. Also ich finde, es war eine herrliche Idee von Ihnen. Und der Sauerbraten. Übrigens, er ist fix und fertig. Wollen wir gleich essen? Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Frei. Dann gehen wir gleich zu Tisch. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Schild. Darf ich bitten, Herr Direktor? Bitte, mein Junge, nicht Direktor. Ein grässliches Wort. Ich heiße Schild. Ich weiß, Herr Schild. Hoffentlich ist es Ihnen recht. Ich habe keinen Wein hergestellt, sondern Bier. Was anderes würde ja auch gar nicht passen zu Sauerbraten. Sag mal, Mutti, wie findest du ihn? Ich glaube, er ist gelungen. Nein, ich meine Herrn Schild. Also ich finde ihn fabulös. Endlich mal ein Mann. Mach mir lieber die Tür auf. Komm, komm. Und die Klöße. So, bitteschön, Herr Schild. Danke. Genau, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Hoffentlich auch die Klöße. Bitte? Sieht gut aus. Wie machen Sie die?
Ein Drittel alte, zwei Drittel rohe Kartoffeln. Gerieben, etwas Salz, Grieß. Und eine glückliche Hand. Gratuliere, Sie haben die glückliche Hand. Also, darauf wollen wir anstoßen. Ja. Also, ich muss wirklich sagen, so gut hat's mir lange nicht geschmeckt. Ja, müssen Sie denn immer im Restaurant essen? Ich muss nicht, ich will. Wissen Sie, ehe ich mir so einen Drachen von Wirtschafterin anbändige, nein, nein, da bleibe ich lieber allein. Ach, Sie Arme, haben Sie denn keine Familie? Nein, aber wenn man Sie hier so anschaut, dann könnte man direkt Lust darauf bekommen. Ich hab's eben verpasst. Also, Sie sind doch noch taufrisch? Aber Sabine! Vielen Dank für das Kompliment, Fräulein Sabine. Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich mal werden? Schauspielerin. Das ist das Neueste. Na, seit wann denn das? Ach, schon immer. Finden Sie nicht auch, dass ich Brigitte Bardot ähnlich sehe? Ich kann das nicht so beurteilen. Ich gehe nie ins Kino. Hab zu wenig Zeit. Nehmen wir es nicht so ernst. Vorläufig geht sie noch zur Schule. Ja, leider. Na, und Sie, Martin? Was haben Sie vor? Nach dem Abi, meinen Sie? Ich weiß noch nicht recht. Am liebsten würde ich ja studieren, aber Fati scheint nicht ganz einverstanden zu sein. Das stimmt nicht ganz. Ich habe nur gesagt, das hängt von meiner Stellung in der Firma ab. Schließlich bin ich nur ein kleiner Angestellter. Herr Lindinger, wie lange sind Sie jetzt bei uns? Seit kurz nach dem Kriege. Über 14 Jahre. Und wann machen Sie Abitur, Martin? Ostern übers Jahr, wenn alles klappt. Dann wären Sie also 15 Jahre bei uns. Warum sollte Ihr Sohn dann nicht studieren können? Eigentlich wollte ich nicht vom Geschäft reden heute Abend. Aber nachdem Sie selbst davon angefangen haben... Macht ja nichts. Reden wir ruhig vom Geschäft. Aber bitte erst nach Tisch, sonst kann ich mich nicht auf das Essen konzentrieren. Oh, Sie haben ganz recht. Bitte nehmen Sie noch ein Stück. Nein, es ist genug da. Bis auf die Knödel, ja, der Gustl alle verputzt. Nein, es sind noch genügend draußen. Nein, danke, danke. Und was möchten Sie hinterher? Schwedenfrüchte oder ein bisschen Käse? Wir haben ganz frischen Gorgonzola. Das ist ja wie im Märchen. Aber wenn ich mir was wünschen darf... Einen ganz starken türkischen Kaffee. Ich weiß nicht, Herr Direktor, ob Sie meine Denkschrift gelesen haben über die verschiedenen Möglichkeiten, den Umsatz zu steigern. Habe ich gelesen, Herr Lindinger. Aber Sie denken nur an Ihre Sportabteilung. Ich muss an alles denken. Wir können den Ausbau nicht gleichzeitig vorwärts treiben. Ja, köstlich, köstlich. Sie können wirklich stolz sein auf Ihre Frau. Ja, das bin ich auch. Ein Cognac? Ah, bitte gern. Sie verwöhnen mich. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Umsatz. Nein, ich meinte, bei Martins Studium. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, was Sie studieren wollen. Musikgeschichte. Mhm. Und was kann man damit anfangen? Siehst du, das sage ich auch. Man kann zum Beispiel Journalist werden. Der Rundfunk braucht Fachleute. Das Fernsehen, die Schallplattenfirmen. Ich will mich auf Jazz spezialisieren. Auf Jazz? Verstehen Sie denn was davon? Haben Sie was dagegen? Ganz im Gegenteil, mein Junge. Sie dürfen ihm das nicht übel nehmen, Herr Schild. Martin ist sonst ganz vernünftig. Ach, Mutti, du verstehst nichts davon. Jazz ist genau dasselbe wie Musik vor Bach. Improvisierte Musik. Reine Musik. Aber Sie nehmen doch Bach selber hoffentlich nicht aus. Ich meine, Johann Sebastian. Nein, aber durch das Aufschreiben der Noten, durch die Fixierung, ist die Musik steril geworden. Die sogenannte klassische Musik ist absolut am Ende angekommen. Aber Martin... Bravo! Der Junge hat hundertprozentig recht. Ja, schon, aber... Was haben Sie denn, Herr Lindinger? Juckt Sie das Ohrläppchen? Das bedeutet Geld. Also, mein Lieber, was bevorzugen Sie? Cool, Bebop oder sind Sie ein Anhänger des guten alten Swing? Da bin ich nicht so dogmatisch. Jazz ist für mich keine Weltanschauung, sondern nur Musik. Aber wenn Sie mich so fragen, die Erfüllung ist Quincy Jones mit Garner. Da habe ich eine ganz tolle Aufnahme. Was? Die haben Sie? Die müssen Sie mir unbedingt vorspielen. Gern. Wundervoll. Ich liebe Elvis Presley. Aber, liebes Fräulein, wie kann man sich so verirren? Elvis Presley kann man doch nicht ernst nehmen. Das ist doch kein Jazz. Wollen Sie nur meine Platte hören? Ja. Der Apparat steht in meinem Zimmer. Wunderbar. Ja, aber Martin, du kannst doch nicht einfach unseren Gast entführen. Aber warum denn nicht? Ich finde nicht alle Tage einen so sympathischen jungen Mann, der meine Passion teilt. Entschuldigen Sie. Bitte rechts. Hat man sowas schon erlebt? Nimmt der Martin mir meinen Chef weg. Du,
Der ist ja völlig anders, als du ihn mir beschrieben hast. Ich kenne den auch nicht wieder. Im Geschäft ist der eiskalt, nicht an ihn ranzukommen. Und jetzt, wo die Gelegenheit da ist, kommt mein Herr Sohn und entführt ihn ganz einfach. Na, der soll was erleben. Geh mir doch rüber. Fahre du so, als ob du dich für Chase interessierst. Nein, so verstellen kann ich mich nicht. Die beiden dürfen wir jetzt nicht stören. Denken Sie hin, Herr Schiff. Alles ehrlich verdient, mit Kegel aufstellen und als Packer im Versandgeschäft. Respekt. Aber bitte nicht verraten. Daddy doesn't know about it. Über eine Stunde hört er sich nun das Gedudel an. Sauerbraten, Thüringer Klöße, alles für die Katz. Aber Franz... Worüber lachst du denn? Über dich. Oh, du bist so komisch. Komisch? Ich? Wieso? Weil du es tragisch nimmst. Hm? Naja, eigentlich hast du recht. Nur, ich hatte mir so viel versprochen von heute Abend. Dann war das der Fehler. Wenn du mich fragst, Hauptsache, er fühlt sich wohl. Sollen wir ihm was zu trinken bringen? Sie müssen halb verdurstet sein. Das glaube ich nicht. Die beiden berauschen sich an ihrem Jatz. Ich finde die Idee gut. Was hältst du von dem 59er Mose? Ich hole eine Flasche. Das mache ich. Ich habe sie vom Freund aus Amerika. Wollen Sie sie haben? Aber das geht doch nicht, mein Junge. Warum soll das nicht gehen? Aber tauschen könnten wir vielleicht. Ich habe eine ganze Kollektion von Sarah Vaughan-Platten. Die müssten Sie sich mal anhören. Oh ja, gern. Wann? So bald wie möglich. Sagen wir Samstag? Mhm. Da haben wir viel Zeit und können am Sonntag ausschlafen. Prima. Bitte, lasst euch nicht stören. Oh, Verzeihung. Nicht doch, Herr Schild, bitte bleiben Sie doch so. Ich habe nur gedacht, ein Gläschen Wein. Gnädige Frau, ich glaube, ich habe mich sehr unhöflich gegen Sie benommen. Und Ihren Mann... Überhaupt nicht, Herr Schild. Doch, doch, ich muss Sie vielmals um Entschuldigung bitten. Aber Ihr Sohn hat Platten, da kann man alles vergessen. Bitte. Auf Ihr Wohl. Okay. Wollen wir jetzt wieder herübergehen? Was denn? 23:30? Ja, um Gottes Willen, wie lange war ich denn hier? 2 Stunden. Ist das wahr? Also, ganze 2 Stunden waren es nicht. Das ist ja entsetzlich. Ich muss sofort gehen. Aber warum denn so plötzlich? Ja, weil es schon so spät ist und weil wir zu Bett müssen. Sie und ich und wir alle. Oh, da wird mein Mann aber sehr enttäuscht sein, Franz. Herr Schild will gehen. Was? Sie wollen schon gehen? Oh, das tut mir aber leid. Ja, mir auch. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank für den netten Abend. Speziell für die Thüringer Klöße und den Sauerbraten. Und für den Jazz. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank. Augenblick, ich mache Licht. Also, dann auf Wiedersehen. 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 Ach, ehe ich's vergesse. Morgen früh um 10 Uhr in meinem Büro. Wir sprechen dann über... Na, Sie wissen schon. Wiedersehen. 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 Oh, Franz. Oh,
Kinder. War das ein gelungener Abend? Einer stets zum anderen hält. Und in die Alltagssorgen nie aus. Schön ist es trotzdem bei uns zu Haus. Steht uns auch noch so manches bevor. Wir tragen alles mit Humor. Und machen stets das Beste daraus. In der Familie.